Musst du als Christ den Sabbat halten? Nein, das musst du nicht. Jesus sagt in Markus 2, Vers 27, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, der Mensch jedoch nicht für den Sabbat. Der Sabbat ist also von Gott persönlich in Existenz gebracht worden, um uns als Menschen zu segnen. Denn wir als Menschen sind nur endlos erschaffen, wir sind mit begrenzten Kräften erschaffen und es ist für uns so wertvoll und wichtig, immer wieder zur Ruhe zu finden. Es ist so wertvoll, dass wir immer wieder Zeiten nutzen, wirklich zu entschleunigen und an Gottes Thron zu kommen, in Beziehung zu investieren und einfach vor ihm in die Stille einzukehren und uns auch auszuruhen, um unseren Akku wieder aufzuladen. Wir fallen also nicht in Ungnade oder in Sünde, wenn wir es nicht tun, aber wir sollten die Ressourcen und die Gaben, die Geschenke Gottes, die er uns wohlweislich zur Verfügung stellt, nicht verachten, sondern unbedingt für uns in den Alltag installieren, zu unserem Segen.